Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Trainfieber. Da kommt unser T-Zug. Und rasselt durch. Sehr schön. Ja, wir haben hier oben noch was zu tun in Neu-Behrendt. Und zwar Gleise. Ja, mit den Gleisen umziehen sozusagen. Dazu werden wir jetzt natürlich hier wieder Pause machen. Denn die beiden Gleise, die müssen hier hin, damit die ein eigenes Gleis haben. Also, das heißt, Bagger auffahren. Die Bagger auffahren und Depot wegnehmen. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, sonst geht's nicht. Dann müssen wir das hier natürlich auch, beziehungsweise hier müssen wir ja die Schiene verlängern. Das werden wir machen. Jetzt ist die Frage, lass mich mal schnell gucken. Ja, das kommt hier mal weg, das kommt hier weg. Boing, boing, boing. Da können wir schön noch ein bisschen Terraforming betreiben nachher. Dann kommt dieses Gleis mal hier rein. Haben wir gesagt? Ne, Blödsinn. Das kommt ins Äußere. Das kommt hier rein. Denn hier kommt ja dieses dann rein. Gut. Und das hier gibt eine Weiche. Erst Terraforming, erst Terraforming. Das sieht ja hier aus. Übel. Kann man hier überhaupt noch was machen? Ja, hier geht noch ein bisschen was. Hier geht gar nichts mehr. Wisst ihr was? Wir werden da erstmal ein bisschen die Landschaft plätten. Das könnten wir machen, indem wir Gleise hinlegen. Das würde eigentlich auch gehen. Ja, doch ein bisschen geht noch. Okay. Wir könnten natürlich das Gleis hier auch schon abbrechen. Dann könnten wir hier ein bisschen besser arbeiten. Aber wir lassen es jetzt mal. Das sieht ja nicht so übel aus, denke ich mir. Wir müssen da nachher sowieso wieder das Gleis legen. Ja. Passt. Lassen wir mal so. Und wenn es uns nicht gefällt, nehmen wir es wieder weg. Ganz einfach so. Jetzt ist das hier ein bisschen schöner. Ja, dafür ist es am falschen Gleis, Herr Heisenberg. Wenigstens habe ich es noch gemerkt. Und jetzt habe ich da wieder eine Grube. Oh Gott. So. Das ist mir zu langsam. Das müsste ein bisschen schneller gehen. Wenn wir hier so reingehen. 57. Oh, oh, oh. 112. Da muss er schon arg runterbremsen. Können wir das vielleicht ein bisschen gerader machen? Gibt dann doch noch ein bisschen was zu tun, wenn man hier dann eben doch noch Terraforming auch noch machen muss. Dann hat man doch ein bisschen gebastelt. Aber das ist auch schön so, denn ich bastle bekanntlich gerne. So, wenn wir es so machen, dann haben wir 160 km/h. Okay, da muss er nicht ganz so wahnsinnig runterbremsen. Denn runterbremsen muss er sowieso, ist ein Bahnhof. Also von daher, dann geht das hier rein. Dann gibt es die Signale. Damit die nicht vergessen gehen. Da hinten haben wir schon eins. Sehe ich. Okay. Dann kommt das hier weg. Das muss auch weg. Das muss weg. Das muss weg. Das können wir eigentlich stehen lassen. Wir können es hier anschließen. Aber das muss noch weg. Dann kommt das auch weg. Und das auch. Und dann gibt es hier Terraforming. So. Hier auch noch ein bisschen. Wo es halt geht. Hier ging es auch noch, doch ein bisschen hat es noch geklappt. Da haben wir einen kleinen Hügel, das ist eh cool. Denn so Topf eben muss es ja auch nicht alles sein. Das sieht dann auch irgendwie dämlich aus. So, das wäre es eigentlich schon. Beziehungsweise das Depot müssen wir halt wieder anschließen. Na, jetzt geht's. Da wollte es doch gerade ausrufen, dass wieder irgendwo ein Konflikt gibt. Nein, nein, nein. Ja, das muss man in zwei Schritten machen. Das geht schlicht und einfach nicht anders. Das Depot können wir je nachdem ja dann sowieso wegnehmen. Wenn wir hier, falls wir hier tatsächlich mal doch noch mit Schienen raus müssen, dann ist das schnell wieder abgebrochen. Gut, passt das? Was mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht passt, ist dieser Schlenker. Aber das lässt sich fast nicht anders machen. Wenn es hier rein muss. Sonst müssen wir ein bisschen weiter. Können wir hier noch ein bisschen weiter? Mal gucken.
Also hier rein, das ist klar. Und hier möglichst raus. Dann kriegen wir da einen Konflikt. Aha, warum das? Nee. Da gibt es ein Problem mit dem Gleis, okay. Haben wir hier immer noch so einen Schlenker? Nein, so ist es besser. Naja, ist immer noch ein Schlenker. Okay, dann haben wir da halt einen Schlenker. Damit werden wir leben. Wir lassen mal laufen, gucken mal, ob es die Linien übernommen hat. Es hat. Genauso wie das angedacht war. Sehr schön. Da kommt er. Und jetzt guck mal, interessant, interessant. Jetzt haben wir hier diese graue Linie nicht mehr darunter, die wir beim letzten Mal hatten. Da war doch irgendwie noch eine graue Linie eingezeichnet. Hm. Tja. Habe ich da krumm geguckt oder? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle. Jetzt passt's. Jetzt haben die hier Platz. Von hier hinten müsste es auch stimmen. Ja, da kommt eh einer. Können wir schön mal zugucken. Auch ein schönes Teil. Wie der hier reinfährt. Da hinten kommt der nächste. Sehr schön. Einiges los hier. Jetzt könnten wir hier hinten natürlich... Eigentlich könnten wir hier noch ein Depot hinmachen oder vollenden sozusagen. Aber ja, wissen wir es, ob wir hier hinten nicht... Ach, dann brechen wir es wieder ab, wisst ihr was? Wir machen das. Hier hinten gibt es ein Depot. Und da können wir sogar noch ein bisschen weiter raus. Was ich mir dachte ist, vielleicht wollen wir hier hinten ja noch weiter aus dem Städtchen raus dann. Aber das können wir natürlich immer noch. Dann brechen wir das Depot halt einfach wieder ab. So, noch eins. Hier war's. Das geht sogar, sehr schön. Hochgeschwindigkeit. Geht auch. Was haben wir hier denn noch für... Oh, wie sehen denn die Gleise hier aus? Muss das so sein? Nein, wenn ich jetzt mal weggehe und wieder komme... Haben wir das Problem immer noch, das optische? Ja, das ist ja ganz interessant. Was hat es denn hier gemacht? Das ist eigentlich... Das sind eigentlich nur die beiden Depots. Aber halt mit Hochgeschwindigkeitsgleisen. Sieht das dann so aus? Muss das so aussehen? Nee, hier ist es auch. Okay, dann haben wir das hier. Dann werden wir... damit leben, das ist ja nicht so tragisch. So, dann haben wir es da hinten auch zu. Hier vorne lasse ich jetzt aber tatsächlich mal noch. Denn ich glaube, hier gehen wir ganz bestimmt noch irgendwie raus dann. Sind wir hier rausgegangen. Jetzt möchte ich mal schnell gucken, wie es in Weißwasser aussieht. Mit unserem Fabrikchen hier hinten, dem Stahlwalzwerk, mit dem Erz. Hat sich da schon was getan? Hier, Details, mehr Kohle. Okay, jetzt möchte das Ding, hätte ich fast gesagt, wieder mehr Kohle. Aha. Lassen wir mal laufen. Man müsste natürlich ein bisschen mehr laufen lassen hier, damit man wirklich einen konkreten Überblick hat. Ich hätte jetzt eigentlich noch eine Idee gehabt wegen Erz, aber wenn die Fabrik halt mehr Kohle möchte, dann brauchen wir nicht mehr Erz anzuschleppen. Ja, zwei Einheiten sind das. Hm. Ja, das müsste sich eigentlich selber regulieren, denn Kohle bringen wir aus den möglichsten und unmöglichsten Richtungen her. Das ist mal sicher Kohle hier. Ne, das ist Eisenerz. Die Kohle ist hier. Dieses Gleis. Kommt da auch gerade einer? Ja. Da kommt immer einer. Zwei Kohle. Also eigentlich müssten die mehr Kohle bekommen, wenn sie die hier abliefern können. Hier ist der Transport ja auch okay mit den Lastwagen. Das funktioniert auch, sieht man. Da wartet gerade mal ein Stück Kohle. Also das müsste eigentlich klappen. Beziehungsweise diese Nachfrage hier, die müsste eigentlich befriedigt werden. Vergrößerung in 10 Monaten. Sehr schön. Wir sind ja hier erst bei 50. Also dafür, was hier für eine Frequenz herrscht an Verkehr, ist das Ding eigentlich noch relativ klein und bescheiden. Was bringst du? Du bringst auch Kohle. Stimmt das? Ja klar, das ist unsere neueste Kohlelinie von da oben. Okay. Ja, das müsste eigentlich
klappen, dass die zu mehr Kohle kommen. Jetzt hat sie ihr eh schon aufgeholt. Wisst ihr was? Das wird sowieso im Laufe der Zeit hier wieder schwenken, dass sie mehr Erz haben wollen. Und deswegen werden wir jetzt hier noch was in Angriff nehmen, was ich schon lange machen möchte. Und zwar, wozu haben wir hier die vielen Brücken gebaut, wenn wir sie nicht nutzen? Machen wir natürlich sowieso, aber jetzt werden wir hier mal einen Grundstein legen für eine erste Nutzung, und zwar im Pausenmodus. Nämlich hier hinten, hier haben wir ein Erzbergwerk. Genau, und mit diesem Erzbergwerk wollen wir jetzt nach Weißwasser. Dann wird das Erz wieder hier abgeliefert und hier haben wir eh schon Lastwagen, die das Erz transportieren. Dann nach hier hinten. Dann kriegt das Stahlwaldzwerg da mehr Erz. Okay, das heißt, jetzt ist nur die Frage, welches Gleis wollen wir benutzen? Wenn wir von hier kommen, wir müssen vielleicht noch nach hier unten. Hier haben wir zum Beispiel auch noch Erz. Das ist allerdings schon in Betrieb, also da wird schon abgeholt. Hier unten hätten wir noch Erz, da könnten wir noch hier rauf. Also müssen wir eher eins der inneren Gleise nehmen, sozusagen, von diesem Güterbahnhof, von dem hier. Wir gucken mal, was belegt ist. Aha, sowieso die beiden sind belegt. Dieses ist nicht belegt. Okay, dann müssen wir so oder so das nehmen. Welches von beiden ist dann eigentlich relativ sekundär? Und das ist sowieso im Moment das Äußerste. Okay, wir könnten da natürlich mit Weichen was machen, denn wenn wir noch weiter runter müssen. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen dieses hier, das zweite. Gehen mit dem möglichst so nach hier hinten, dass die hier noch Platz haben. Reicht das? Oder sollen wir ein bisschen weiter rüber? Wir könnten eigentlich jetzt schon ein bisschen raus. Wir machen das anders. Wir machen hier schon sowas wie eine kleine Kurve. Aber wirklich nur eine kleine. Ja, ich würde es eben gerne anlegen. Aber wisst ihr was? Dann machen wir doch einfach mal hier schon ein bisschen weiter. Denn die gehen wahrscheinlich sowieso nach hier hinten. Wahrscheinlich sowieso, genau. So. Sieht auch gleich wieder viel besser aus. Und jetzt können wir das anlegen hier. Das Gleis. Und jetzt hier abzweigen. Wenigstens ein bisschen. Na, wo haben wir es denn, das Erzwerk? Na. Ups, das ist ja weit weg. Hier hinten, okay. Wir müssen irgendwie hier hinkommen. Wir machen das noch ein bisschen kürzer. Schranke. Dann können wir hier nämlich den Bahnhof hinstellen. Da machen wir jetzt, weil wir es einfach können, weil wir die Finanzen haben. Nicht ein viergleisiges, ein eingleisiges, aber 320 Meter. Und zwar Güterbahnhof. Haben wir immer noch nur den einen leider. Ui ja, das ist ein relativ umfangreicher Bahnhof, sagen wir es mal so. Wenn wir den hier hinstellen, dann gibt es eine Kollision. Da bin ich fast schon zu weit hier mit dem Gleis. Da müssen wir wieder so einen blöden Schlenker machen. Oder wir stellen den ganz anders hin. Nee, das geht nicht. Da hat er den Platz nicht. Ah, muss das Ding so lang sein? Wartet mal. Man kann ja auch übertreiben. So ist besser. Aber den Schlenker machen wir halt trotzdem. Außer, ja, wir machen das so. Jetzt gucken wir mal, was das für einen Schlenker gibt. Ein 300 km/h Schlenker, den akzeptieren wir natürlich gut. Hochgeschwindigkeitsgleis, Straße verbinden. Überland. So, verbunden. Okay, das ist natürlich noch nicht unsere Linie, nein. Denn wir müssen hier ja sowieso noch erst einen Zug haben. Aber wir werden jetzt erstmal die Linie einzeichnen. Das müsste Linie 91 oder 92 sein. Na? Künste? Linie 91, okay.
Haltestelle von hier. Hier rein, hier rüber und dann würde ich sagen, wir lassen den. Wir gucken mal, wo er hin will. Oh, aha, der nimmt sogar dieses Gleis. Ach so, weil er nicht rüber kann. Kann er eigentlich auch machen. Ist auch noch ein. Ist das noch ein Gütergleis? Ja, und von hier hinten kommt auch nichts. Das geht eigentlich auch. Das hätten wir uns dann eigentlich. Nein, schenken hätten wir das uns nicht gekonnt. Hier mit diesen Gleisen, denn die, ja, angelegt ist es immer noch. Okay, dann fährst du darüber. Das ist ja auch okay. Dann gehst du nicht hier rein, dann gehen hier dann die anderen Züge rein. Wenn von oben noch was kommt, dann können wir die Linie immer noch ein bisschen versetzen, indem wir hier eine Weiche machen. Und hier zum Beispiel das Signal als Wegpunkt nehmen und dann fährt der Zug dann hier rein. Das ist perfekt. Das ist Linie 91, sehr gut. Depot haben wir hier wahrscheinlich keines, was auf dieses Gleis kommt. Nein, dann machen wir hier hinten noch eins. Na? Oder wisst ihr was? Wir machen das sowieso anders. Wir machen das jetzt schon mal zweigleisig. Jetzt ist die Frage, außen oder innen durch. Wenn er nachher auf dieses Gleis muss, viel Platz hat er da natürlich nicht. Beziehungsweise wir haben nicht viel Platz, um hier ein zweites Gleis zu machen. Hier werde ich nicht mehr rüberkommen. Das habe ich ja mal versucht, sonst wäre die Brücke an die angeschlossen. Das heißt, wir können eigentlich erst hier hinten das Gleis wechseln. Dann wären wir aber auf der Seite. Wenn wir es auf der Seite haben wollen, müssen wir hier relativ früh rein, denn sonst kommen wir uns mit den Gleisen hier ins Gehege. Das ist eigentlich eher doof. Ja, wir machen das mal so. Nein. Das muss ich selber überlegen. Wie machen wir das denn? Sonst kommt er nämlich hier auf dieses andere Gleis. Das funktioniert dann ja nicht. Nein, 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 das funktioniert nicht. Das ist gar nicht so einfach hier mit diesen vielen Gleisen. Aber eigentlich, man kann es ja mal. Wir können es ja mal installieren. Und wenn es nicht geht oder nicht funktioniert richtig, dann kommt es eben wieder weg. Ja, jetzt fährt er hier lang, genau. Und vorne geht er halt rein. Da gibt es eine Weiche. Ganz einfach. So, hier aus dem Bahnhof raus. Hier rüber. Sehr gut. Machen wir doch gleich mal noch die Signale, wenn wir schon hier sind. Einmal so. Und eins noch hier. Und hier vorne brauchen wir, wie gesagt, noch eine Weiche. Damit der auch hier auf dieses Gleis kann. So, dann gibt es hier wieder die Signale. Bisschen näher ran. So, einmal so. Und einmal noch in die Gegenrichtung, in Fahrtrichtung. So, passt. Wenn wir das jetzt hier mit der Linie angucken, perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch das Depot. Dann brauchen wir natürlich noch zwei Züge. Das werden wir auch noch hinkriegen. Hehe. So, Depot gibt es hier hinten. Was nehmen wir denn da Schönes? Ganz frech. Ja, nee, das Ding ist nachher im Weg. Wenn hier noch Gleise durchgehen. So geht's. Oh, guck mal, das sieht doch relativ cool aus. Das Problem ist einfach, wir kriegen. Das ist zu nachher am Bahnhof. Wir müssen das noch ein bisschen wegfahren damit. Wo hatten wir es denn? Hier. Jetzt geht's nicht? Warum geht's denn jetzt nicht? Jetzt haben wir eine Kollision bei der Terra-Angleichung. Hatten wir vorher nicht. Sind wir das Gleis zu nahe? Moment. Es sah eben gut aus, weil es fast direkt an die Fabrik angelehnt war. Das war's. Geht sowieso nicht. Okay, dann machen wir es nochmal anders. Das ging ja, interessanterweise. So geht's. Aber eben, ich kann jetzt, ja, ich kann ein bisschen näher ran. Wir kriegen da kein Gleis mehr hin. Egal, wir machen das jetzt mal so. Hier kriegen wir kein Gleis mehr hin. Das sind ja sowieso nur Fake-Gleise, aber wir kriegen selbst das wahrscheinlich nicht hin. Ich krieg das hier nicht rein. Nein,
Ich krieg's aber eigentlich hier vorbei wahrscheinlich. Und dann machen wir hier ein Abstellgleis. Das können wir machen. Einfach damit es nach was aussieht. So, hier parallel. Geht nicht. Kollision. Okay, was kollidiert? Das Erzwerk. Wenn wir ein bisschen näher rangehen, kollidiert es dann auch. Ich glaube, das kollidiert so oder so kann das sein. Das ist zu nahe am Erzwerk. Okay, das geht schon mal nicht. Aber hier vorne geht's. Naja. Ich krieg's halt nicht. Ich krieg's nicht krummer hin und ich kann keine Kurve machen. Einfach so aus dem Nix raus. Wenn ich hier das hier hinlege, kann ich dann die Kurve machen. Jetzt kann ich sie machen. Gut. Immerhin. Ja, nee. Ich glaube, die Grundidee mit dem Gleis wäre gar nicht schlecht. Hier das Gleis. Macht er jetzt einen schöneren Bogen? Nee, jetzt macht er gar keinen Bogen. Jetzt ist es zu weit hier hinten. Ah, jetzt macht er den Bogen. Das ist ja interessant. Von der Seite aus. Okay, das können wir so lassen. Nein, können wir nicht. Da bin ich jetzt langsam aber sicher pingelig. Das muss noch ein bisschen rüber. Da wäre ja ein Gleis der Zug. Das ist besser. Gut. Wie weit kommen wir hier noch? Hier kommen wir gar nirgends mehr hin. Gut. Dann machen wir... Ja, das Depot wird wahrscheinlich auch nicht mehr hinpassen, dieses kleine. Mit dem Prellbock. Nein. Aber wir können natürlich einen Prellbock einfach so hinstellen. Wo hatten wir den? Hier. Gut. Wollen wir jetzt hier noch ein Hochgeschwindigkeitsgleis? Nein. Okay, aber jetzt sieht es so aus, als... Ja, ist ja komisch. Es ist nicht verbunden. Aber anders geht's nicht. Wie gesagt, ich komme hier sonst nicht rein. So, jetzt kommen wir aber zum Ursprünglichen des Ganzen. Nämlich zwei Züge. Die können wir schön klonen. Einmal speichern. Gut, dann gehen wir mal gucken, wie weit haben es die denn? Moment, ich möchte erst gucken. Ja, geht eigentlich. Die müssen hier über die Brücke. Dann da hinten rein. Da müssen wir auf die Taktung besonders aufpassen, wenn die hier so eine lange Strecke haben. Wo sie alleine fahren. Das muss nicht ein riesenschneller Zug sein. Ich würde sagen, wir könnten hier eigentlich fast so eine amerikanische Lok noch nehmen. Das haben wir zwar bei den Holzzügen schon. Was bist du für einer? Du bist schnell. 160, 140, das wäre noch okay. Die macht auch 140. Wisst ihr was, wir nehmen eine solche. Ne, wir nehmen ja zwei, haben wir gesagt. Gespeichert habe ich, okay. Dann wird geklont nachher. Was ist das denn noch für ein Teil? 110. Das wäre natürlich auch mal nett, wäre etwas anderes. Ja, nehmen wir später mal. Wird nicht die letzte Linie sein, die wir hier verlegen. So, jetzt brauchen wir wieder diese Schüttgutwagen. Die kriegen wir hier unten, das wissen wir. Das war ja das vorletzte, was wir gemacht hatten. Schüttgut, Schüttgut. Hier. Machen wir auch mal je 6 Stück. Ist ein langer Bahnhof. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Klonen. Linie zuweisen alle. Das wäre die letzte. Das müsste die 92 gewesen sein. 91, okay. Dann lassen wir mal laufen. Da müsste einer rauskommen. Genau. Der andere. Der wartet. Der muss sowieso warten. Wenn der rauskommt, werden wir dem sagen, dass er warten muss. Denn das müssen wir, wie gesagt, vernünftig takten hier. Das ist noch nicht unsere Linie. Nein. Okay. Wissen wir jetzt auch. Dann gucken wir mal. Dann fahr du mal nach Weißwasser. Da werden wir jetzt glatt mal noch schnell mitfahren. Denn wir haben das Schaufenster sowieso offen, wegen dem hier hinten. Schön. Schöner Zug. Gefällt mir. Gut, der startet schon mal. Ist natürlich leer. Wie gesagt, das ist noch nicht unsere Linie. Jetzt müsste aber, wenn der
dann das Signal passiert, müsste der eh schon rauskommen. Gut. Sehen wir ja im Schaufenster. Jetzt kommt er. Gut, da hinten der Fluss. Nett, nett. Okay, du wartest jetzt bitte mal noch, bis wir mit dem hier im Ziel sind. Wir werden jetzt mal hier über die Brücken fahren. Cool, hehe. Wie schnell ist der? 100. Okay, schneller geht nicht. Das wird an den Wagen liegen. Ach so, die Wagen. Das vergesse ich immer wieder, dass die Wagen natürlich die Geschwindigkeit auch limitieren. Da brauchst du keine Hyperspace-Lock und auch keine High-Engine sozusagen. Wenn halt die Wagen natürlich das Tempo bestimmen. Und die machen halt nur 100 km/h. Das ist aber nicht so tragisch. Dann kann die Lok vielleicht sogar Tempo und Kraft umwandeln. Hier ist grün, sehr schön. Ah, das erste Mal, dass ein Zug über unsere Lok fährt. Ja genau, über unsere Lok, über unsere Brücke fährt. Cool, cool, cool. Bisschen weiter weg. Jetzt geht nochmal von hier hinten gucken, wenn es runterkommt. Auch nett. Hier fehlt noch ein Häuschen. Wenn ich schon gerade hier bin, machen wir das noch. Na, das müsste doch hier noch dazwischen passen. Denkste. Doch. Gut. Jetzt ist der hier. Wunderbar. Dann kann der hier hinten jetzt starten. Hat er schon gewendet? Jawohl. Fährt wieder zurück über die Brücke. Fährt am Häuschen vorbei. Ist schon irgendwie krass, was es ausmacht, wenn hier nur so ein Häuschen steht. Das sieht einfach schon ganz anders aus dann. Hier steht noch eins, aber das hat ein Dach. Da haben wir Schwein gehabt, da haben wir nicht das gleiche erwischt. Und hier tutet's und macht's. Und wisst ihr, was mir auch gerade noch einfällt, was ich mal noch machen wollte? Genau. Das Ganze ohne HUD. Also hier diese Symbole. Da gibt's eine Mod dafür. Wenn ich dran denke, werde ich bei der nächsten Aufnahme das Ganze mal ohne HUD machen. Man hat dann halt keine Angaben mehr. Aber die hat man natürlich, wenn man draufklickt, immer noch. Aber dafür sind diese Symbole weg. Denn guck mal, wenn man von hier oben guckt, das ist natürlich schon. Das sieht besser aus ohne. Definitiv ohne diese vielen Punkte. Ich wollte noch schnell gucken, wie es hier aussieht. Oh, 180 Leute bei Linie 26. Wo brennt es denn da im Christbaum? Linie 26. Wo bist du? Haben wir da irgendwas vermasselt? Aha, nee, da haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Aber irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Hier können wir eigentlich zumachen. Das wird sich einpendeln, beziehungsweise das haben wir eingependelt von Hand. Jetzt habe ich es zugemacht. Ich wollte es eigentlich offen lassen und hier zumachen. Aha, okay, ist hier gerade ein Zug drin. Nein. Habt ihr irgendein Problem? Das ist ja krass, 180 Leute, das kann ja eigentlich nur irgendwie ein Problem sein, dass hier ein Zug stehen geblieben ist. Das ist mal der eine, der wartet auf freie Wege, ich wusste es doch. Warum das denn? Vorhin ging es doch. Oder liegt sie da im Pausenmodus? Der wartet auch auf freie Wege, aha. Da hat sie da irgendwas zerwurstelt. Beim Bauen. Wobei, eigentlich haben wir an der Linie gar nichts gemacht. Aber hier vorne scheint schon der Wurm drin zu sein. Moment. Pause. Dann kommt ihr zur Seite. Du wartest nämlich auch auf freie Wege mit der Linie 70. Was machst denn du mit der Linie 70 hier? Das ist ja wieder interessant. Guckt euch das mal an. Die Lok, die gehört hier nicht hin. Ich glaube, wir hatten das Problem doch schon mal mit der Linie 70. Warum hat es denn jetzt die Linie 70 zerschmissen? Die gehört nach da oben. Hm? Aha. Okay, die kommt hier runter und hier haben wir gebaut.
Ganz klar. Allerdings ist ganz klar ersichtlich, dass die Linie soweit stimmt. Das passt. Warum ist die denn hier runtergefahren? Beziehungsweise die ist sogar außenrum gefahren. Das ist ja ganz interessant, was hier teilweise die Züge machen. Und wie kriegen wir dich jetzt zurück auf Linie 70? Indem du einfach wendest. Anders geht's nicht. Dann blockierst du hier aber wieder die Gleise. Wo müsstest du denn lang, um auf Linie 70 zu kommen? Wie ist die überhaupt auf das Gleis gekommen? Von hier oben. Aha. Ich habe den Verdacht, wir waren halt nicht im Pausenmodus, als wir da gebaut haben, teilweise. Dann hatte die Lok hier keine Linie mehr hier und ist dann halt einfach mal auf gut Glück in die Richtung gefahren. Hier runter, hier rein, ja. Dann müsste das eigentlich hinkommen. Ja gut, wir können nicht viel machen, außer dass er halt wendet. Hast du gewendet? Ja, dann wartest du auf freie Wege. Das wundert mich nicht. Die fährt dann hier zurück. Das ist schon immer ein gutes Indiz, wenn irgendwie bei einem Bahnhof plötzlich irgendwie, so wie hier, endlos Leute sind, dann muss ja irgendwo ein Fehler sein. Außer es hat zu wenig Züge, aber das findet man dann auch relativ schnell raus. So, Linie 70 können wir mal schließen. Jetzt ist die Frage, kommt die hier überhaupt? Geht denn die Linie hier hinten weiter? Bringt das überhaupt was, wenn die dreht? Die geht dann hier runter und geht hier rauf. Doch, die geht dann hier oben. Das passt, die geht nach Wettringen, das stimmt schon. Die Lok, die muss jetzt hier einfach durch den Bahnhof durch. Wo fährst du, wo fährst du, wo fährst du? Na? Du fährst hier, okay, weißt du was? Da spendieren wir dir mal noch eine Weiche. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt kannst du fahren. Da machen wir jetzt gar keine Signale hin, denn die Weiche, die kommt wieder weg, sobald die Dampflok weg ist. Kann der jetzt hier auch fahren? Wahrscheinlich nein. Gut, dann bin ich froh. Dann haben wir die auf dem Gleis, dann müsste das eigentlich klappen. Jetzt hat sie auch keine Warte auf freie Wege mehr. Gut. Ja, manchmal muss man sich zu kleinen, muss man zu kleinen Tricks greifen, wenn man hier, jetzt fährt der auch wieder, wenn man hier irgendwie was bewerkstelligen will. Und man sollte eben immer im Pausenmodus sein, wenn man hier an den Schienen rumbastelt, damit es einem die Linie nicht zerfräst. So, das würde jetzt soweit wieder stimmen. Die fährt zurück. Der hier unten kann fahren. Das passt auch. Gut, und der fährt in den Bahnhof rein. Das passt auch. Der Zug muss aber zurück auf dieses Gleis. Die Dampflok, sonst kommt sie nicht da hoch nach Wettringen auf diesem Gleis. Das wird sie wahrscheinlich machen. Das werden wir uns mal ansehen. Das werden wir uns aber... Wir werden jetzt an. Moment, alles zumachen, damit es hier schön aussieht. Das werden wir uns erst in der nächsten Folge ansehen, was unsere gute Dampflok hier so veranstaltet. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.